Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte war ausgesprochen aufschlussreich. Erstens, ich stelle fest, FDP und CDU gehen nicht davon aus, dass die Kommunen für Integrationsmaßnahmen ausgeglichen werden müssen, weil sonst könnten Sie ja unserem Antrag folgen und die 100 Millionen Euro ins GfG packen und die bereits erfolgten Integrationsmaßnahmen substituieren. Das haben Sie 2016 vorgeschlagen. Sie sind der Auffassung, wir müssen den Kommunen vorschlagen, wo es lang geht. Und wir sind nicht bereit, als Landesregierung den Kommunen das Geld zu erstatten. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Obwohl Sie vor anderthalb Jahren das beantragt haben, wissen Sie bis heute nicht, wie Sie es verteilen wollen, für welche Maßnahmen es gehen soll. Und deswegen war das letztlich ein Scheingefecht, was Sie vor zwei Jahren da geführt haben. Und Sie haben was in Ihr Wahlprogramm reingeschrieben, wo Sie damals schon wussten, dass Sie es nicht einhalten werden. Das ist doch nichts anderes als Täuschung der Wählerinnen und Wähler, was hier abgelaufen ist, meine Damen und Herren. Und darum ging es heute. Und das ist sehr klar von Ihnen hier auf den Tisch gelegt worden. Vielen Dank für die Offenheit, die Sie an den Tag gelegt haben. Und ehrlich gesagt, so gehen wir eigentlich normalerweise nicht miteinander um. Und dass Sie, Herr Minister Stamm, hier heute geredet haben, ist ja in Ordnung. Aber dass die Kommunalministerin nicht die Kommunen gegen das Land verteidigt hat, bei dieser Variante finde ich schon ein starkes Stück und gehört eigentlich ins Zollhaus der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören.